Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine total coole Verpackung. Also eigentlich sind es zwei Verpackungen. Und zwar einmal so eine, also man nennt diese Verpackungen so Bonbon-Verpackungen. Und es ist jetzt eine viereckige Verpackung, wie ihr hier seht. Und dann könnt ihr mit dem gleichen eine dreieckige Form machen. Und das richtig coole an dem Ganzen ist, dass ich mit einer Stanze das Ganze mache. Und zwar mit der Christbaumzierde. Das ist ein Set aus zwei Stanzen aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Und mit denen kann man total coole Sachen anstellen. Einmal natürlich diese wundervollen Verpackungen. Und dann kann man noch ganz viele andere Sachen machen. Dazu nehme ich euch noch ein zweites Video auf. Und ich sage dann nachher noch was dazu, glaube ich, zu dem zweiten Video. Heute geht es erstmal um die Verpackungen und ihr seht, ich habe ja eigentlich gesagt, ich habe noch gar keine Lust auf Weihnachtsbastelei, aber das Papier ist so wunderschön und ja, irgendwie, obwohl jetzt August ist, basteln wir heute ein bisschen weihnachtlich, aber natürlich auch noch ein bisschen neutral zum Geburtstag, bisschen Frühling, Sommer, auch im Herbst geht es noch. Also wir bleiben ein bisschen gemischt bei den Varianten und ihr könnt es dann für euren Anlass umgestalten. Genau, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt und es ist wirklich total einfach und auch super für Anfänger zum Beispiel geeignet. Okay, dann starten wir mal los. An Material braucht ihr zwei Designerpapiere für die Boxen. Ich habe euch hier jetzt mal die Bestellnummer reingelegt. Ich nehme nicht einmal den Magnolienweg für diese viereckige Box. Dann nehme ich das Designerpapier zum schönsten Glanz. Das ist wunderschön. Das habe ich euch schon mal komplett in diesem Video hier gezeigt, bei meinem Auspackvideo. Da machen wir diese tolle Dreiecksbox draus. Ich habe zur Verzierung hier bei der Dreiecksbox diese Kupferfolie verwendet. Da wäre hier die Bestellnummer. Und die habe ich einfach geprägt. So sieht es jetzt aus. Und zwar mit dem mit der Prägeschablone 3D-Schablone Hammerschlag. Entschuldigung, hier fährt die Bestellnummer. Wie ich das gemacht habe, das kann ich euch, ist eben auch in diesem einen Video zu sehen. Und im Hintergrund brauche ich noch ein bisschen Vanille pur. Das liegt auch schon bereit. Das war hier die Nummer. Und für die andere Dekoration nehme ich Flüsterweiß. Also für das für dich habe ich Flüsterweiß. Deswegen habe ich euch das auch noch hingelegt, falls ihr die Bestellnummer braucht. Ansonsten braucht ihr auf jeden Fall die Maße. Und zwar für die viereckige Verpackung braucht ihr ein Stück Designerpapier in dem Maß 21 x 19 cm. Und das falzen wir uns gleich zusammen. Ich habe es euch aber hier schon mal hingeschrieben. Und für die dreieckige Verpackung braucht ihr ein Maß mit 21 x 14,5 cm und es wird genauso gefalzt, passt. Okay, und wir legen jetzt mal los. Zuerst mal mit der Vierecksbox. Machen wir die zuerst. Ich habe jetzt hier ein bisschen anderes Designerpapier. Das wäre eben noch die Alternative. Genau, aber ich glaube, ich mache es jetzt mal grün. Ja. Und dann nehme ich mir meinen Papierschneider und ich lege mir jetzt die, muss ich ganz kurz überlegen, die 19 cm, genau. Ich lege mir jetzt die kurze Seite oben an, also die mit 19 cm. Und falze mir jetzt das Ganze einmal bei 4,5 cm, bei 9 cm, bei 13,5 cm und bei, muss ich es nochmal ausklappen, bei 18 cm. Dann habe ich hier nämlich noch eine kleine Klebelasche mit einem Zentimeter. Ich glaube, ihr seht jetzt die Falzlinien ein bisschen schlecht. Ich knicke sie euch mal schnell nach, dass ihr das ein bisschen besser seht. Im Katalog steht es auch so drin, dass man das machen kann mit dieser Stanze, diese Box. Da sind die Zentimeterangaben ein bisschen anders. Also das ist, steht drin, dass man bei 4,4 cm jeweils falzen soll. Aber ich habe es eben mit diesem 4,5 gemacht. Dann sind es schönere Zahlen und das funktioniert genauso. Okay. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir die Stanze schnapp, und zwar diese kleinere. Es sind ja zwei Stanzen, einmal diese längliche und einmal diese kleinere. Und mit der kleineren mache ich das. Und mit der stanze ich mir jetzt hier in mein Papier diese Form von hier oben aus, damit ich danach ein Band durchwickeln kann und habe dann ganz einfach diese Dreiecks- oder Vierecksform, also die sind genau gleich aufgebaut. Und dazu gehe ich mit meinem Papier ganz hier rein, dass es hier unten schön an der
Kante anlegt, dass ich also immer den gleichen Abstand habe. Und ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Hier ist jetzt die Falzlinie. Hier. Und das liegt bei mir ganz in der Mitte. Ja, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Ich knicke es mal noch ein bisschen stärker nach, dass ihr das besser seht. Mal gucken. Ich lege das jetzt so an, dass meine Falzlinie genau in der Mitte, hier oben und hier unten richtig schön anliegt. So stanze ich mir das aus. Und unten ganz angelegt an der Stanze. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal, das sieht man es fast ein bisschen besser. Also ich lege mir das genau, wenn ihr das jetzt die Falzlinie wäre, lege ich es mir genauso an, dass es hier oben schön gerade und hier unten schön gerade ist und unten ganz bündig eingeschoben. Und so stanze ich mir das jetzt an jeder Falzlinie aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Knicke auch sehr schlecht. Das ging bei dem anderen tatsächlich sogar besser, bei dem anderen Designerpapier. Und hier würde ich euch als Tipp geben, wirklich ganz gut genau zu arbeiten, dass ihr da wirklich später dann, zeige ich euch, das müssen die ganzen Stanzungen ein bisschen übereinander liegen. Genau. Und auch bei dieser Klebelasche, also ich habe da hier den 1 cm Falz, auch bei dieser Klebelasche mache ich das so, dass ich das hier wirklich an der Falzlinie einlege. Hoppala, jetzt ist es ein bisschen verknickt. So. Also hier ist auch wieder die Falzlinie genau hier. Dann sieht es so aus und auf der anderen Seite machen wir es jetzt ganz genauso. Und so sieht es jetzt aus. Also es sieht vielleicht hier am Rand ein bisschen komisch aus, wenn das so ausgestanzt ist, aber das ist richtig so. Ich knicke mir jetzt die Falzlinien nach. Und dann zeige ich euch gleich, wie sich die ganze Box zusammensetzt. Ich klebe mir das nämlich nachher hier zusammen. Und dann passt das perfekt. Dann haben wir schon unsere Box. Also wirklich total super, super einfach und hat echt einen super Effekt. Ich finde das richtig schön. Und was ihr jetzt aus diesen Sachen hier noch zaubern könnt, das verrate ich euch in einem separaten Video. Und zwar werde ich das entweder, also was ihr aus der Stanzform noch machen könnt, entweder verlinke ich euch das jetzt gleich hier oben unter dem weißen i, also entweder gehen die beiden Videos gleichzeitig online oder ich mache das eine am Freitag und das andere am Sonntag. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schaffe mit der Bearbeitung, aber aus dieser Stanze lässt sich noch ein richtig cooles, ganz anderes Zeug machen sozusagen. Aber wie gesagt, dazu in dem anderen Video dann mehr. Aber super, ich freue mich voll. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich die zweite Verpackung auch, die Dreiecksverpackung. Also, dass ich die auch gleich falze und auch gleich stanze, dann seht ihr, wie das funktioniert und danach machen wir die Dekoration für das Ganze. Okay, dann mache ich es jetzt mal so. Lege ich euch hier den Zettel hin, dann seht ihr das. Ich lege mir jetzt wieder die kurze Seite oben an und ich falze mir jetzt als erstes auch wieder bei 4,5 cm, bei 9 cm und bei 13,5 cm. Dann kann das Falzbett schon mal weg. Und ich glaube, hier bei diesem Papier seht ihr jetzt die Falzlinien besser, gell? Das ist viel besser für euch auch. Und für mich auch. Das habe ich bei dem Grünen selber echt schlecht gesehen. Ich falze es mir jetzt mal kurz eben nach. Ihr habt jetzt hier, seht ihr das viel besser. Super. Und jetzt schnappe ich mir wieder meine Stanze und mache es genauso. Also ich gehe zuerst mal bei der ersten Falzlinie. Wieder unten das Papier schön bündig anlegen und wieder schauen, dass die Falz... Sprüche gemacht. Ich würde das nur mal nachknicken, hier ehrlich. Dass die Falzlinie wieder hier genau in der Mitte liegt. Und auch wieder auch außen beachten.
und wieder das ganze Papier auch auf der anderen Seite. Und natürlich auch wieder bei unserer 1 cm Klebelasche. Dann sieht das Ganze auf der einen Seite so aus und auf der anderen Seite mache ich es auch gleich. Und auch hier wieder unbedingt dieses wunderschöne Papier aufheben. Das ist ganz toll. Da kann man sowas Schönes draus machen. Und jetzt seht ihr auch schon, wie man die Dreiecksbox zusammenklebt. Ihr habt ja auch hier wieder diese 1 cm Klebelasche. Die wird einfach an dem Rest zusammengeklebt und dann hat man schon diese tolle Dreiecksbox. Also wirklich sowas von super cool. Ich nehme jetzt einfach den Flüssigkleber und klebe mir beide Boxen zusammen. Mache mir dann nur ein bisschen Kleber auf diese dünne Klebelasche. Auch an diese kleinen Stanzungen hier. Und ich würde euch da schon empfehlen, dass ihr den Flüssigkleber nehmt, weil dann könnt ihr noch ein bisschen ruckeln. Es soll nämlich hier dann schon schön bündig sein und soll dann auch mit der Stanzung zusammenpassen. Deswegen habe ich gesagt, immer unten gut auflegen. Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren und dann rede ich weiter. So. Und damit sich das hier schön überstanzt quasi, also dass die Stanzung genau passt, deswegen müsst ihr immer darauf achten, dass ihr das Papier ganz nach unten schiebt in eurer Stanze und dass ihr das schön gleichmäßig macht. Weil dann hat man hier diese wunderschöne Box und die sieht wirklich zauberhaft aus. Wer möchte, kann einfach mit einem Papierfalter nochmal innen reingehen und gucken, dass die Klebelasche gut dran klebt. Aber genau, perfekt. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit der Vierecksbox. Auch wieder ein bisschen Kleber auf die Klebelasche machen, auf diese dünne 1 cm Lasche. Und dann schön bündig zusammenkleben. Ihr tut euch auch leichter, wenn ihr euch das einfach so hinlegt. Dann könnt ihr das einfach platt quasi zusammendrücken und aneinander kleben. Nochmal mit dem Papierfalter drüber gehen und schon ist die Box fertig. Geht es nur ein bisschen an den Schnickschnack und dann ist die Box schon fertig. Also echt total easy. Als Wichtigstes ist auf jeden Fall mal das Geschenkband. Ich nehme jetzt einmal das gepunktete Tüllband in Flüsterweiß und den Magnolienweg. Das ist so eine Kombipackung. Dann nehme ich das dickere Band. Und das dickere Band nehme ich jetzt für beide Verpackungen. Und bei dieser Verpackung nehme ich auch noch das gepunktete Band dazu. Und dazu schneide ich mir einfach ein paar Stückchen ab. Ich habe hier schon eins. Ungefähr auf die gleiche Länge. Ich kann euch mal sagen, wie lang das ist. Also so ungefähr 20 cm schneide ich mir das jetzt von der Länge. Aber das könnt ihr natürlich auch ganz spontan machen. Und dann knote ich mir das jetzt hier einfach einmal außen rum. Und ich achte jetzt darauf, dass meine Klebelasche unten ist. Also das soll ja dann nicht ganz so ins Auge stechen, wenn man die Box bekommt und deswegen lege ich die nach unten und knote mir das jetzt einfach mal fest. Und da ziehe ich hier schon ein bisschen an und dann seht ihr, kommt die Box genau in die richtige Position. Und dann nehme ich mir jetzt noch ein Stück von dem gepunkteten Tüllband, lege mir das einfach nur da rein und knote mir das einmal fest. So spart man sich die Schleife. Schneidet mir die jetzt nochmal schön ab. So. Und ich zeige es euch jetzt nochmal nah. Also da ist einfach nur das Band reingeknotet und schon sieht es richtig schön fluffig und hübsch aus. Mit dem gepunkteten Band finde ich, das macht sich immer super. Und so mache ich es jetzt bei der anderen Seite auch. Ich zeige es euch nochmal. Also im Prinzip knote ich mir das einfach nur dahin. Ich ziehe mir das dann einfach stramm. Das muss man sich nur ein bisschen trauen. So. Und schon hat die Box die richtige Form. Ich freue mich, weil das so schön ist. Das ist so super einfach. Und
Ich habe diese Boxen schon so oft gesehen irgendwo und habe mir aber noch nie Gedanken gemacht, wie macht man das eigentlich. Und dann habe ich das im Katalog gesehen und habe mir gedacht, das muss ich unbedingt ausprobieren. Habe dann da ein bisschen rumgetüftelt und es hat gleich total gut funktioniert, muss ich sagen. Und schon habe ich so eine süße kleine Verpackung. So eine richtig schöne Bonbonbox. Ich kann euch jetzt mal sagen, wie die von der Größe ist. Also die hat jetzt ungefähr 10 cm, also gute 10 cm, eher ja, 10,5 cm von der Länge und 4,5 in der Höhe und Breite, und da kann man schon was ganz Cooles drin verstecken. Und das ist ja jetzt auch eine Verpackung, die überhaupt gar nicht weihnachtlich ist, oder? Also die kann man auch schön zu einem anderen Anlass nehmen. Ich habe mir jetzt aus Flüsterweiß einfach einen Streifen geschnitten. Der ist jetzt 2 cm hoch und habe mir da das für dich drauf gestempelt. Das ist aus dem Stempelset Magnoliengruß. Das für dich hier. Das ist so ein Zweier-Set und das habe ich mir einfach in Waldmus draufgestempelt und schneide mir jetzt hinten so ein kleines Fähnchen zu. Ganz einfach. Ziehe mir das mal einmal über meinen Papierfalter. Da ist er. Und zwar so rum einfach, dass es so ein bisschen Schwung bekommt. So. Und klebe mir das jetzt einfach nur mit dem Dimensional, also so einem Abstandskleberchen, auf. Die Verpackung könnte man, finde ich, auch ganz gut für einen Mann nutzen, weil die einfach nicht so. Ja, ich finde, das Designerpapier ist schön und man könnte die gepunkteten. Punktete Band dann weglassen für den Mann, aber eigentlich wäre das auch eine ganz schlichte, schöne Verpackung für einen Mann. Und dann habe ich mir jetzt zur kleinen Verzierung noch die Paletten rausgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die noch im Sortiment sind, aber wir könnten natürlich auch Glitzersteine verwenden. Und dann nehme ich jetzt auch gleich die grünen und verteile mir hier 3 Stück einfach noch ein bisschen über meine Verpackung. Dann ist da auch noch ein bisschen Bling Bling dran. Und das war es auch schon. Also so einfach und schnell ist so eine wunderschöne Verpackung entstanden. Ich klebe mir jetzt hier noch einen zweiten Dimensional unten drunter, weil mir das ein bisschen zu weit absteht. Das habe ich zu stark gefalzt. Aber so gefällt es mir besser. Fertig. Also Box Nummer 1 ist schon fertig. Schön. Ich finde die total toll. Ich finde die echt super. Und jetzt machen wir die zweite Box. Und auch hier achte ich wieder darauf, dass meine Klebelasche unten ist. Und ich würde sie so hinlegen, dass sie da hinten dran ist. Weil wenn ihr das so übergebt, dann sieht man hier vorne und hier oben die Kante und dann möchte ich die Klebelasche da hinten nicht sehen. Und dann nehme ich mir wieder das Band und lege mir das jetzt einmal außen rum. Mal gucken, ob ich hier wirklich eine Schleife mache. Ziehe mir das fest. Ja, und vielleicht mache ich eine Schleife. Ich probiere es jetzt einmal kurz. Naja, ich gebe es zu, es ist auf jeden Fall eine Schleife mit Verbesserungspotenzial. Und die hier steht auf dem Kopf. Aber ja, fürs Video jetzt habe ich da nicht so, weiß ich auch nicht, habe es nicht so gut hinbekommen. Und ich würde euch als Tipp geben, macht euch das Band unbedingt länger, dann könnt ihr euch das besser zuknöpfen. Das geht dann viel einfacher. Aber okay, übersehen wir mal die Schleife. Wir stempeln jetzt erstmal. Und dazu nehme ich mir ein Stück Vanille pur habe ich jetzt hier. Und stempel mir einmal auf der Silikonmatte, weil ich jetzt diesen frohe Weihnachtsstempel benutze. Das Ganze ist übrigens aus dem Stempelset Festtagsglanz. Das passt perfekt zu den Stanzen. Ihr habt hier auch die Stanzmöglichkeit, also die seht ihr euch die Anhänger aufstempelt und dann ausstanzt. Und ihr habt schöne Sprüche in dem Set. Und ich benutze jetzt das frohe Weihnachten und diesen Stempel. Und Achtung, ich habe euch das schon beim Auspackvideo gesagt, ich habe den falsch aufgeklebt, aber es ist schon dieser Schnörkelige. Den stempele ich mir jetzt einmal in der Farbe Faungrün. Das ist einfach eine ganz tolle Farbe und die ist auch im Papier. Und dann nehme ich noch Sahara-Sand für das frohe Weihnachten und das stempel ich mir auch gleich noch auf. Und bei dem frohe Weihnachten nehme ich auf jeden Fall die Bastelunterlage, weil das eben so ein flächiger Stempel ist. Da
Das stempel ich mir jetzt einmal hier hin. Muss mal gucken, ob ich genug Farbe habe. Ja. Lass es auch ein bisschen einziehen, damit es so ein richtig schöner, flächiger Stempelabdruck wird. Und dann nehme ich noch die Stanze. Nein, den Stempel zur Stanze. Und schwupp. Einmal diesen wunderschönen Anhänger. Ich finde das, also es ist ein ganz tolles Stempelset. Und mit Stanzen, ihr wisst ja, dass ich Stanzen total liebe und das ist natürlich perfekt. Das freut mich. Dann schnappe ich mir meine Schere und schneide mir einmal das frohe Weihnachten ein bisschen gerade aus. Ich habe da nämlich gar nicht gerade gestempelt. Das kürze ich mir auf die komplette Länge ein, nur neben dem frohe lasse ich Platz. Mal schnell gerade ausschneiden. Also ich lasse hier noch ein bisschen was überstehen, damit ihr das seht. Kürze mir das schon ein bisschen ein, aber nicht ganz weg. So lasse ich das ungefähr und kann das nachher dann hinter meine ausgestanzte Anhängerform kleben. Und hierfür nehme ich jetzt die große Stanze und stanze mir diesen tollen Anhänger einmal aus. Das habe ich natürlich ein bisschen schief dahingestempelt. So schön. Und dann nehme ich mir das Papier, das ich euch vorher schon gezeigt habe, das so geprägt ist, und nochmal die kleine Stanze und stanze mir da einmal den kleinen Anhänger auch nochmal aus. Und dann haben wir eigentlich schon die komplette Deko. Ich klebe mir jetzt mit einem Mini-Klebepunkt einfach die eine Stanzform oben direkt auf die andere, sodass die zwei Anhänger eigentlich so verbunden sind. Und klebe mir jetzt noch das frohe Weihnachten, auch mit einem Klebepunkt. An der Stelle, wo es eben nicht bestempelt ist, passt der Klebepunkt perfekt hin. Da klebe ich mir das noch so ein bisschen in den Hintergrund. Ich sehe gerade, ich habe es bei dem anderen ganz anders gemacht, so. Also so rum. Aber das lässt sich ja noch ganz gut machen. So sieht jetzt mein Anhänger aus. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich das gelocht habe und dann mit einem Schleifchen. Aber ihr habt ja gesehen, das mit dem Schleifchen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das lassen wir jetzt. Und dann nehme ich mir noch ein Dimensional und klebe mir einmal eins unten rein an die große Stanzform und einmal eine auf die kleinere Stanzform, dass es einfach noch ein bisschen erhaben über der zweiten ist. So. Und dann klebe ich das Ganze auch schon auf meine wunderschöne Verpackung. Ich mache das also ein bisschen schiefer, wenn man die hinstellt, dann schaut die unten nicht drüber raus, über den Rand. Und das Ganze verziehe ich jetzt einfach noch mit einem Perlchen. Ein größeres Perlchen mache ich hier oben drauf auf die Anhängerspitze. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Und dann schnappe ich mir noch zwei kleinere und verziehe noch meine zweite Kugel in diese Schnörkelchen rein. Und schon ist die Verpackung fertig. Also das Papier ist wirklich ein Traum und es ist wirklich voll meine Farbe mit dem Kupfer und mit dem Faungrün. Das ist wunderschön, finde ich. Ja, und ihr seht, also es geht wirklich total schnell. Da könnt ihr richtig was Schönes verpacken in diesen Verpackungen. Und wie gesagt, das ist wirklich auch perfekt für Anfänger geeignet, weil ich habe hier keine Big Shot verwendet. Und es ist wirklich so leicht zu machen, das mache ich jetzt genau anders schon, dass ihr euch da auf jeden Fall austoben könnt. Naja, es hält nicht ganz so vielleicht. Also man kann die natürlich super so hinstellen. Ich wollte es euch jetzt nur fürs Video so rum hin machen. Jetzt hebt es auch ganz gut. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Oh, sorry, nochmal. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich bin total verliebt in die Verpackung. Ich finde es super. Zu jedem Anlass umgestaltbar. Für Weihnachten, für einen Geburtstag, für einen Mann, für eine Frau, für eine Freundin.
mal eben schnell ein kleines Duschgel reinhauen oder so. Also total süß und schnell verpackt. Als kleines Mitbringsel, wunderschön. Und ja, ihr habt es gemerkt, ich bin total begeistert von diesem Set. Und wie gesagt, es kommen noch ganz tolle Ideen, was man noch aus dieser Stanze machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!